Hey Leute, mein Name ist Epic Sun und mit dabei ist heute die Kata. Hallo. Und wir befinden uns hier wieder auf der einsamen Insel. Und letztes Mal haben wir da hinten unsere Base gebaut und da haben wir auch schon ein bisschen weiter gebaut. Ich würde sagen, Kata, wir gehen mal durch den unterirdischen Tunnel, okay? Oh ja. Auf jeden Fall haben wir das jetzt so gemacht, dass man jetzt einfach von hier entweder nach oben oder nach unten kann. Ihr seht das hier schon. Tschüss. Also man kann von außen so gesehen nicht mehr hoch. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wenn man nach oben will. Da geht es dann einfach hier nach oben. Und da kommt man hier in unser schönes Baumhaus rein. Und man kann natürlich einfach nach unten gehen. Da muss ich ganz kurz die Leiter nochmal setzen. Kata, bist du gerade hier runtergeplumpst? Das kann gut sein. Okay. Oh, ich auch. So, ich setze ganz kurz hier nochmal die letzten Leitern. Da können wir auf jeden Fall nach oben und nach unten. Und dann seht ihr schon unseren Tunnel, der noch nicht ausgebaut ist. Wir können natürlich hier auch noch Minecarts und so Zeug reinmachen, dass wir einfach fahren können. Was einfach mal 100-mal besser ist. Und dann geht es hier einfach weiter. Ihr seht das schon, das haben wir ein bisschen ausgebuddelt. Und hier hinten geht es auch schon hoch. Und da sind wir tatsächlich hier schon in unserer Base tatsächlich. Nice, das oder? Ist richtig mega gut. Cool. Wir kommen einfach hin. Und jetzt sind wir auch schon da. Und niemand hat bemerkt, dass wir irgendwie unterirdisch hier reingelaufen sind. Das echt sieht cool. Sieht so cool aus. Ihr habt auch richtig, richtig coole Ideen in die Kommentare geschrieben, wie wir hier die Base noch ausbauen können, dass wir uns zum Beispiel auch Obsidian von da hinten holen können und so weiter und so fort. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Ja. Aber Kata, ich würde sagen, heute gehen wir ein bisschen die Insel erkunden, okay? Okay, sehr gut. Wir schauen mal ganz kurz. Oh, das ganze Zuckerrohr, was du gepflanzt hast, richtig nice. Oh, warte, ich will es mir anschauen. Es ist, das ist mein Werk. Es ist tatsächlich einmal komplett, ja, ist noch nicht überall ganz hoch, aber es sieht schon richtig cool aus. Ach das Mann, ist voll cool. Dafür fliegst du jetzt ins Wasser. Tschüss. Geh mal eine Runde baden. Jetzt muss ich zurückschwimmen. Ich komme hinterher, warte. Wo wollen wir uns denn umschauen, Kater? Ich würde sagen, wir gehen mal zuerst nach hier hinten, okay? Da lang? Ja. Okay. Ich meine, wir haben noch nicht mal den ganzen Wald irgendwie erkundet, beziehungsweise irgendwie ja, geschaut, was dort ist. Nee. Das ist eigentlich sehr interessant. Ich glaube, da hinten waren wir schon ein bisschen, aber wir haben noch lange nicht alles gesehen. Ich glaube, da ist sogar unser SOS, kann es sein, oder eher hier? Es ist, ja stimmt, es ist eher da hinten in die Richtung. Ich glaube auch da. Da können wir auch mal gerne vorbeischauen. Und die ganzen Fische ist hier drin. Guck mal da hinten. So süß. Ich hab ein bisschen Angst vor denen. Okay, hier ist auf jeden Fall der ganz normale Wald. Und genau, da hinten ist ja schon wieder der Strand. Okay. Und ich glaube, ja, jetzt müssen wir weit nach links laufen. Hühnchen. Was? Hühnchen. Soll ich es töten? Was denn? Das Hühnchen? Oh, warum? Wir essen. Wir haben Fisch. Ganz viel Fisch, Kater. Ach, stimmt. Okay. Dann. Ich habe Hühnchen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen hier ein bisschen weiter. Was denn? Wann wir das hier? Ich weiß es nicht. Irgendwo haben wir uns mal eingebaut, weißt du noch? Ja, stimmt. Das war aber da drüben irgendwo. Das kann ganz sein. Ganz da hinten. Okay, aber hier sieht es aus. Wir könnten uns hier auch mal eine Farm machen, wenn wir hier so Schafe schon sehen irgendwann. Stimmt. Mal. Das wäre cool, so eine Tierfarm. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, guck mal. Oh, eine Rehfamilie. Oh. Oh, okay. Komm, wir gehen schnell weiter. Oh, wie cool. Lol. Okay, hier ist auf jeden Fall die ganze Zeit noch Strand. Weißt du, was auch cool wäre, Kata? Wir uns einfach so eine richtig süße Strandhütte bauen. Oh ja, so ein, das wäre süß. Dass wir dort einfach so hingehen können, uns dort hinsetzen können. Ach, guck mal, da hinten ist Zuckerrohr. Hast du das gepflanzt, Kater? Meins. Ey! Wir haben genug. Das stimmt. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier weiter. Guck mal, ist das hier die Stelle, wo wir am ersten Tag reingeblumst sind? Ja! Weißt du noch, Kater? Oha, oh mein Gott. Wo dann die Schatzkarte dann auch war ja, und alles. Ja, stimmt. Mega. Und guck mal, jetzt leben wir hier so ein bisschen. Ja, stimmt. Oha, das war heftig. Wie schnell krass. Auch die Zeit vergeht. Ja. Was wir hier schon alles gebaut haben und mit dem Verrückten, weißt du, wo der sich eigentlich jetzt rumtreibt? Keine Ahnung. Und der hat ja auch gemeint, er hat noch Brüder. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich Brüder hat, Kater. Also. Ich glaube auch nicht. Wo ist der Verrückte denn jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er wieder bei sich zu Hause und spielt Stein. Ja, das kann sein. Och, Mann. Wollen wir mal hier hoch? Ja, können wir machen. Stimmt, das ist jetzt so ein kleiner, ja, so ein kleiner Hügel oder sowas. Sieht aber auch voll cool aus irgendwie. Ja, das stimmt. Aber hier hinter ist ja auch wieder Wasser, ne? Beziehungsweise Strand, oder? Ja, stimmt. Ah, genau. Ja. Jetzt sind wir hinten bei den Steinen wieder. Und dort hinter befindet sich ja auch so eine ganz kleine Insel, aber da ist ja gar nichts. Da ist ja nicht mal ein Baum drauf. Hast recht, stimmt. Und hier geradeaus müsste ja der Vulkan wieder kommen. Genau. Ah, guck mal, genau, hier ist der Vulkan. Boah, das sieht irgendwie richtig hoch aus von hier. Das kam mir gar nicht so hoch vor. Stimmt, weil der hier so steil geht, gell? Stimmt, ja, das stimmt. Wir waren ja auch schon mal oben, aber da gibt's ja nichts. Oh, wie süß, hallo. Oh, lass mal echt so eine Farm machen, Kater, mit Kaninchen und mit Hühnchen und allem. Oh, ja, bitte. Das wäre richtig süß. Und Schweinchen. Ja, stimmt. Wollen wir mal um den Vulkan drumherum gehen? Ja, wir waren noch gar nicht auf der Seite, oder? Stimmt. Hier hinten ist auf jeden Fall diese, naja, Insel oder was auch immer das sein soll, wo halt nichts drauf ist. Also, ich weiß nicht, irgendwas Cooles könnten wir dort bestimmt auch machen oder bauen oder sowas.
Auf jeden Fall. Das wäre cool. Was befindet sich denn auf der Rückseite vom Vulkan? Was kann denn hier sein? Oh, oh, ich habe ein bisschen Angst gerade, wenn der ausbricht. Was passiert denn dann? Oh, oh. Aber wir sind halt relativ nah noch an dem. Das ist ja, echt stimmt. Doof. Aber hier waren wir wirklich auch noch nie. Moment mal. Carter? Was ist das? Ist das hier, ist das Holz? Können wir das abbauen? Hallo? Was ist das? Oh, oh! Das ist aber nicht das von dem Verrückten, oder? Oh, Moment mal. Carter, oh Gott, ich habe richtig Angst. Warte mal, ich will hier raus. Ich komm, soll ich reinkommen, oder? Ich weiß nicht. Ja, warte, ich baue hier mal auf. Was ist das denn hier? Das ist so Laub, sag ich mal, so aufgehangen, dass das hier keiner sieht. Und hier ist alles so mit Holz. Okay. Oh, ich habe richtig Angst, Carter, wenn ich das hier sehe. Oh Gott, warte, wenn da uns jemand entgegenkommt. Oh Gott. Carter, pass auf. Wenn da jetzt jemand... irgendwie runter. Vielleicht ist es so ein Verlies oder irgendwas. Oh. Pass auf. Wenn da jemand kommt. Da ist Teppich. Oh, oh. Und eine Blume? Wollen wir hier rein? Da ist wer. Was? Wer denn? Oh, das ist... Oh Gott. Und das ist ein Computer. Hast du die Bildschirme gesehen? Warte mal. Hier, schau mal. Was siehst du von hier? Das sind so... Der steht da. Oh mein Gott. Der steht da und das sind Computer und Tische und alle. Oh Gott, willst du mal mit ihm reden? Ja, ich rede mal mit ihm. Aber pass auf dich auf. Ich pass auf mich auf. Ich warte hier. Hey. Also ich bin Katha und er ist Epic. Hallo. Und wir sind hier angespült worden. Okay. Epic, also der Typ ist auch hier angespült worden und hat früher irgendwie beim Radio gearbeitet und auf jeden Fall lebt er hier schon ein paar Jahre und hat jetzt hier so eine Art Funkstation aufgebaut. Was? Weil, von dem Wissen, was er davor hatte. Wow. Und wir können mal, hier komm mal mit. Ja. Hier ist irgendwo eine Geheimgang. Okay. Irgendwo hier. Hier. Oh. Und oh, nice. Ist einfach. Was ist das denn? Strom, den er für seine Computer benutzt und für diese Funkstation hier. Das erzeugt Strom? Mega krass. Das sieht richtig heftig aus. Genau, wir könnten halt mit ihm irgendwie zusammenarbeiten und auch was davon nehmen, dass wir halt auch Strom haben. Ja. Aber irgendwie funktioniert die Funkstation nicht so ganz. Also, können wir keine Hilfe rufen? Nee, darum geht's ja. Oh, das ist. Oh nein. Sonst könnten wir ganz einfach Hilfe rufen und dann könnten wir uns holen. Aber kennt er den Verrückten? Oh, soll ich mal fragen? Ja. Nee, also er hat den Verrückten noch nie gesehen. Wir sind die Ersten, die er sieht. Oh, okay. Seit Jahren, also er hat noch nie jemanden anderen gesehen. Das ist heftig, was der sich hier aufgebaut hat. Aber das ist schade, dass der uns nicht weiterhelfen kann, dass es nicht funktioniert. Ey, schade, aber er arbeitet halt wirklich täglich daran. Vielleicht können wir ihm irgendwie mal helfen oder sowas. Stimmt. Ich weiß nicht. Ja, wenn der Hilfe braucht, wir können ihm ja irgendwie, ich weiß nicht, Essen oder irgendwas. Wir können mir alles besorgen hier auf der Insel. Ja, oder Ressourcen. Vielleicht auch ein bisschen Redstone oder sowas. Richtig, genau. Aber oha, mega krass, das oder? Ist echt heftig, dass wir den hier gefunden haben. Ja, vor allem, dass der einfach hier auch so lebt. Ja, wer stimmt. Wer lebt denn hier noch dann vielleicht? Oh, stimmt. Mega seltsam. Okay, aber ich würde sagen, ich gebe dir ein paar Fische hier bitte was zu essen. Und dann gehen wir wieder, oder? Ja, wir lassen ihn vielleicht mal lieber alleine. Oha, ich weiß nicht. Wie heftig ist das denn? Wir haben einfach so eine komplette Funkstation gefunden. Und mega ich meine, wenn der da schon jeden Tag dran arbeitet... Irgendwann muss es ja mal klappen, dass der irgendwie Hilfe ruft. Und ich meine, wenn er Hilfe bekommt oder wenn er Hilfe ruft, die holen uns ja dann auch mit. Ich meine, wir haben riesiges SOS-Zeichen auf dem Strand, wir haben Baumhaus und alles. Das übersieht man ja nicht einfach. Vor allem, der arbeitet halt schon Jahre daran. Vielleicht dauert es aber auch noch Jahre, weißt du? Ja, stimmt. Und ich will hier nicht Jahre sein. Ich will immer mal nach Hause. Ich will auch nach Hause. Okay, Katja, ich würde sagen, wir gehen nochmal da hinten zum SOS-Zeichen. Oh ja. Und vielleicht ist da ja irgendwas. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Hier ist ja auch irgendwas mal drüber geflogen, weißt du? Ja, stimmt. Das Flugzeug ist ja ganz knapp über unsere Köpfe hinweg, aber das konnte uns nicht helfen oder hat uns nicht gesehen oder so. Das ist schade. Ja. Okay, aber auf jeden Fall. Ist noch alles? Ja, ist noch alles an, das funktioniert auch noch alles. Okay, aber das müsste man auf jeden Fall sehen aus der Luft. Das ist nicht zu übersehen eigentlich. Oh, wir haben ja noch ein bisschen Redstone drin, das dürfen wir nicht vergessen. Oh, stimmt. Das ist cool. Okay, auf jeden Fall hat sich hier nichts dran geändert. Ich würde sagen, Carter, wir gehen wieder zurück ins Baumhaus, okay? Okay. Wir können ja auch eigentlich an der Base nochmal arbeiten, beziehungsweise halt die verbessern. Und vor allen Dingen können wir auch ein paar Fallen aufstellen. Oh ja, stimmt. Das wäre auch richtig cool. Also ich weiß nicht so, um unsere Base halt drumherum, beziehungsweise auch beim Baumhaus, dass da einfach nicht jeder hinlaufen kann oder so. Weil, das ist eine richtig gute Idee. Karte, wir wissen nicht, wer sich hier noch auf der Insel befindet. Ich meine, es können auch irgendwelche bösen Leute hier auf der Insel sein, die wir noch gar nicht gesehen haben. Deswegen, nee, das ist eine richtig gute Idee. Ich habe richtig Angst, oh Gott. Ja. Ich meine, wir sind ja schon relativ ungeschützt im Baumhaus. Ich meine, auch allein nachts und so.
Oh Gott, oh Gott, okay. Es wäre echt cool, so ein paar Fallen irgendwie aufzustellen. Müssen wir einfach mal schauen und vor allen Dingen auch unsere Base, ja, nochmal zu verbessern, beziehungsweise noch weiter aufzurüsten. Und vor allem, dass wir auch dann in der Base leben können. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin, tschüss! Tschüss!